Es ist halt wirklich falsch, dass man sagt, dass man mit Blitz nur im manuellen Modus fotografieren kann. Du kannst deine Kamera auch durchaus anders einstellen. Das wissen aber nicht alle. Von daher sage ich dir das jetzt in diesem Video. Moin Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf und Filmemacher aus der Nähe von Flensburg und auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo und schreibe auch gerne einen Kommentar, was du dir wünschst an Videos. Aber nun dranbleiben. Ihr kennt das sicherlich. Ihr schaut bei YouTube oder liest in einem Buch und da hört ihr immer, ihr müsst im manuellen Modus fotografieren, wenn ihr mit Blitz arbeitet. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Ich möchte euch einmal sagen, wann es wirklich sinnvoll ist, am manuellen Modus zu fotografieren und erkläre auch, wann ich den anderen Modus verwende. Im Studio, klar, dann nehme ich den manuellen Modus. Da habe ich eine feste Lichtumgebung, das heißt, es ändert sich nicht viel, da kann ich die Werte fest einstellen. Bei mir eine typische Einstellung im Studio ist zum Beispiel ISO 100, Blende 2.8 und dann Blitzleistung, ja, ganz wenig, also so wie ich halt gerade brauche, je nach Lichtformer. Wenn ich draußen habe, immer das gleichmäßige Licht, das heißt keine großen Wolkenverschiebungen, entweder nur Wolken oder nur Sonne, dann kann ich auch in den manuellen Modus schalten, weil dann habe ich keinerlei Variabilität drin. Das heißt, das Grundbild ist immer gleich belichtet. Und dann nutze ich auch den manuellen Modus. Aber jetzt kommt's. Ich lebe an der Küste. Das heißt, in Schleswig-Holstein haben wir häufig relativ viel Sonne, Wolken, Sonne, Wolken. Also ein bisschen unbeständiger. Und das gibt es bei euch garantiert auch in der Gegend. Und da mache ich das so, dass ich den Blendenvorwahlmodus nutze. Also A oder AV. Und da kann ich die Blende vorwählen. Das heißt, ich stelle irgendwie 1.8, 2.8 oder wie auch immer ein. Also die Blende, die mein Bildlook bestimmen soll. ISO stelle ich fest, meistens auf ISO 100 oder 200 und die Verschlusszeit, die lasse ich von der Kamera berechnen. Und dann gucke ich nur nach, ist die Helligkeit, so wie ich die haben möchte, wenn zu hell, dann stelle ich ins Minus die Belichtungskorrektur oder ist es zu dunkel, stelle ich ins Plus. Und das heißt, dann gebe ich der Kamera vor, die Helligkeit möchte ich haben und die Verschlusszeit passt die Kamera automatisch an. Das heißt, ich brauche dann nur noch die Blitzleistung ändern und schon habe ich meine Bilder fertig. Und ich würde mal sagen, ich schieße so circa 70 bis 80% meiner Bilder Outdoor garantiert im Blendenvorwahlmodus und halt eben nicht im manuellen Modus. Die einzige Variante, die so ein bisschen dagegen sprechen kann, ist, wenn man fotografiert, also quer, hochkant, wie auch immer. Und der Hintergrund ist sehr, sehr abwechselnd. Und dann kann es natürlich sein, dass er mal heller, mal dunkler wird und das ist dann auch nicht so konstant. Das ist der einzige Nachteil. Das würde ich so bei den ersten Fotos so ein bisschen kontrollieren. Aber wenn ihr merkt, okay, die Helligkeit passt, dann braucht ihr nicht großartig nachregeln. Und das finde ich halt wirklich schön. Deswegen, ich benutze fast immer den AV-Modus im oder beim Blitzen. Kannst du diesen Trick oder hast du immer manuellen Modus fotografiert? Erzähl doch mal, ich bin wirklich sehr gespannt und viel Spaß bei den Blitzbildern und ich zeige natürlich auch wieder welche. Also, gut Licht!